Wir möchten oder versuchen, Aal zu fangen. Schön an Kiesgruben ist, weiß keiner so wirklich, was da drin ist. Wir ziehen den Wurm immer ziemlich lang auf dem Haken, so wie ein Wattwurm. Bis auf Fischchen und hängt. So Leute, da ist er der Erste. Das war zwei mit Wurm drin liegen, zwei mit Köderfisch. Ja, wenn ich. Bis. Bis. Leon, bis. Alter, das war. Der kämpft. Das kommt, Jan, wo ist mein Köcher? Ist er da oben? Oh, da hängt was dran. Ich dreh durch. Alter, wer hätte dieser scheiß fucking Gartenteig leer gemacht? Wahrscheinlich kurz verfolgt schon. Ja. Ihr werdet lachen, glaube ich, gerade im Augenblick gesehen. Ist kein Scherz, dass du da noch bist. Ich habe Leon vorhin gesagt, hat Würmer geholt. Wo immer nur 30. Wenn er zu weiter geht, können wir in zwei Stunden nach Hause fahren. Geht gerade irgendwie so Schlag auf Schlag hier, ey. So, liebe Angelfreunde, da sind wir wieder unterwegs für euch. Und ja, wie ihr seht, wir haben schon alles aufgerödelt. Bevor ich jetzt anfange hier, euch zu erklären, was ich mache oder was ich vorhabe heute oder was wir vorhaben. Ja, erstmal eine kleine Bitte. Wir haben noch ganz, ganz viel in Planung, noch einige schöne Filme. Und ganz wichtig, drückt mal unten auf den Button auf Abonnieren, damit ihr immer informiert werdet. Dann kriegt ihr einen kleinen Glocke und einen kleinen Ping. Dann wisst ihr Bescheid, ja, die Jungs von Balz haben wieder was rausgehauen und ihr seid direkt wieder Update. Oder habt direkt wieder ein Update. Ja, unser Plan heute. Wir möchten oder versuchen, Aal zu fangen. Ja, ihr seht hier, wir haben so ein idyllisches Plätzchen hier ausgesucht. Nicht nur, weil wir heute über 30 Grad hatten. Nee, nicht nur darum. Weil wir auch schön Schatten den ganzen Tag. Der Wind drückt hier die ganze Zeit drauf und der ganze See ist eigentlich eine Badewanne. Ich habe die mal so ein bisschen gespottet. Also sehr gut auskennen tue ich mich auch nicht. Aber ich gehe vorher mal eben rum und gucke ein bisschen. Und der ganze See geht eigentlich am Ufer direkt so ab. Der einzige Platz, wo ein bisschen Struktur drin ist, ist hier. Hier vorne ist eine Sandbank, geht hier raus. Die ist so 1,5-2 Meter tief und fällt dann langsam runter auf 4-5 Meter. Hier vorne liegt Holz drin, da hinten liegt Holz drin. Also für mich eigentlich die erste Wahl. Hat natürlich auch ein Risiko, ne? Wenn du einen großen Fisch hast, kann natürlich passieren, dass er dir in die Bäume läuft. Aber dafür die Rute, die ich da vorne liegen habe, hat eine 40er Monofile drauf. Eine harte Rute, eine etwas längere. Da kann ich auch ein bisschen Gewalt, sagen wir mal, einen Fisch von, ja, davon abhalten, ins Holz reinzulaufen. Beim Aal sind nicht ganz so schwierig, aber falls mal irgendwas anderes beißt. Ja, hinten die Köderfischrouten. Da liegt eine rechts, ganz knapp am Ufer, auch vorm Holz. Und eine liegt hier vorne auf der ersten Kante, wo es wieder hochgeht zur Sandbank. Ja, das sind so Stellen, wo Zander schon mal gerne lang gehen. Die rauben ja auch gerne von oben nach, also von unten nach oben. Und hier oben haben wir gerade gesehen, sind nach jede Menge Kleinfische. Das heißt, da wo der Kleinfisch ist, sind die Räuber meist nicht weit. Ja, der See selber ist eine kleine Kiesgrube. Da haben wir hier hunderte von am Niederrhein. Schön an den Kiesgruben ist, weiß keiner so wirklich, was da drin ist. So, und das ist halt ein alter Bauernsee, also hier ist ein sehr, sehr guter Karpfenbestand drauf. Aale haben wir auch schon mal sehr gut gefangen, sind irgendwann mal besetzt worden. Na, heute passiert sowas nicht mehr, darum denke ich mal auch, die Mehrzahl der Aale, die wir fangen, sind ziemlich dick. Die kommen eh nicht raus. Ja, dann hast du noch drin Forellen, habe ich gesehen, waren die am Springen. Früher wurden schon mal Forellen reingesetzt. Na, hier gibt es Schleien, hier gibt es Aaland, habe ich auch schon gesehen, Brassen, Rotaugen, also eine ganz bunte Palette. Und das ist schön jetzt beim Angeln mit Wurm. Da ist ein Tauwurm drauf, hier ist ein Mistwurm drauf. Du weißt nie, was beißt. Ne? Ich habe, wie gesagt, gerade schon ein bisschen gefuscht, habe noch ein paar Maiskörner beigeschmissen. Erhöht natürlich auch die Chance, ein paar Weißfische am Platz zu kriegen. Ja, und jetzt harren wir da Dinge, die passieren. Genau wie unsere beiden Kollegen da, die haben nicht mitgekriegt, dass ich den Mais reingeschmissen habe. Die Reiher hinten sind auch schon da. Aber ich bin länger da wie die, ganz sicher. Heute auf jeden Fall. Na, schauen wir mal. Jetzt wisst ihr erstmal, wo ich mich hier rumtreibe. Und warum ich mich hier rumtreibe. Aber Fisch haben wir immer noch nicht. Kann sich aber ändern. Ist auch noch verdammt früh, sagen wir mal so. Sonst haben wir immer erst hier gefangen, wenn es dunkel geworden ist. Und wir haben jetzt, glaube ich, 5 Uhr, halb 6 oder so. Und wird, glaube ich, erst um 11 Uhr dunkel. Mittsommernacht ist gewesen, 21. Ja, jetzt werden die Nächte wieder kürzer. Aber trotzdem dauert es noch ein bisschen. Also ich meine so 11 Uhr rum, dass es dämmerig wird. Und ab da geht's hoffentlich los. Und ihr seid dabei. Ja, hier liegen meine Köderfischrouten. Und ja, ihr seht zwischendurch immer so Ringe an der Oberfläche. Hier sind auch überall Kleinfische. Ich fische auch nicht so weit raus. Aber quasi auch da, wo die Kleinfische sich aufhalten. Ja, hier sind auch schöne Zander im See, aber auch viele dicke Aale. Und gerade die dicken Aale, die gehen doch schon mal gerne auf Raubzug. Und hier so sehen, wo auch viel Weißfisch ist, viel Kleinfisch, sind auch viele diese halt, ja, wie im Niederrhein sagen, Plattköpfe. Aber normal heißt es Raubaale mit dem breiten Kopf. Ne? Und ja, da versuchen wir es natürlich einfach zu erwischen. Heute Nacht sind schwere Unwetter gemeldet.
Ich hoffe, dass wir vor dem noch was gefangen haben und nach Hause kommen. Weil aussitzen möchte ich heute nicht. Aber aus Erfahrung geht auf Wurm hier schon mal schneller was. Und wenn auf Köderfisch, dann richtig dicke. Gucken wir mal. Alles ist möglich. Biss. Wir haben es ein Biss auf Fischchen und hängt. Kein kleiner Fisch. Ui, was ist denn hier los? Der hängt jetzt doch irgendwo im Baum. Ja, du hast gesehen, ich habe gerade einen richtig guten Fisch verloren. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Jetzt machen wir eben Kontrolle. Alle Routen nochmal abchecken. Oh, das ist doch gut. Können wir den wieder reinschmeißen. Ja, ärgere mich gerade. Schon wieder einen großen Fisch verloren. Gestern einen großen verloren. Heute irgendwie ist der Wurm gerade drin. Jetzt haben wir alle Routen nochmal kontrolliert. Wird jetzt dunkel. Und ja, hoffen wir mal, dass der nächste Mal hängt, wa? Mist. Naja, gucken wir weiter. Biss. Scheiße, Alter, was ist jetzt denn los? Ey, schon wieder. Ich drehe am Rad, ey. Naja, Fisch ist noch dran, aber ist auch alles. Aber er hat gar nichts dran, wir müssen schnell anschaffen oder Bäume. Das sieht mir fast so aus, als wenn das ein Hecht war. Ein Hecht war ein Aal. Naja, machen wir frisches und dann wieder rein damit. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Seit gestern schon der Wurm drin. Ja, es ist fast dunkel, oder eigentlich ist es dunkel. Jetzt machen wir mal Knicklicht rein, da habe ich jetzt gerade Knicklicht reingemacht. Und mal wieder rein damit. So Leute, da ist er, der erste. Genau der richtige für die Räuchertonne. Ja. Wurm liegt jetzt vorne. Oh, da piept gerade die Köderfischroute. Wir hatten jetzt auf Köderfisch wahrscheinlich gerade den dritten Fehlbiss. Der kam jetzt gerade auf Wurm. Deshalb müssen wir euch jetzt rausschmeißen, weil ich habe gerade Stress. Ja, ihr habt es gesehen. Den ersten Aal haben wir gefangen. Nach etlichen Fehlbissen auf Köderfisch. Ist ja kurios. Wir haben auf Wurm jetzt einen Biss und einen Fisch. Und der ist gut durchgezogen. Und dann auf einmal war Ruhe. Habe ich reingezogen, hat der unten im Boden wieder ein Äste drin gesessen. Haben wir so gerade eben noch wieder rausgekriegt. Da sind wir ja Spezialisten für. Den anderen dicken Fisch da hinten vorhin leider nicht. Naja, auf jeden Fall, ihr seht ja, ganz normalen Laufschwimmer. Oben Stopper, 5 Gramm Pose, kleines Laufblei drauf, Stopperperle, Wirbel und dann das Aalhäckschen. Ne? Drauf mache ich einen, ja, 3/4 Tauwurm, also keinen ganzen. Jetzt befördern wir die ganze Sache mit Köder mal wieder rein. Und schauen mal, jetzt will ich nur bei dem einen Biss geblieben ist oder ob da was beikommt. Aber jetzt nicht so viel rumbrabbeln, weil es alles Angelzeit, die verloren geht. Und die haben wir nicht mehr so viel, weil scheiß Wetter kommt. Ja, hier meine Montage, die ich fast wie ein Ballfisch, ne? Unser Abstandshalter, Korkbällchen, der schön über Schlamm und Dreck drüber herhält. Einfache Perle, Wirbel, Hartmono und den Gornhaken und dann im Stillwasser im Schwanz gehakt. Damit der Köderfisch schön lang abliegen kann. Ja, eine Aal haben wir noch gefangen. Packen wir erstmal zusammen. Es kommen gleich schwere Unwetter. Gerade schon von Kollegen, die im Wasser waren, Videos gekriegt, wie sie schon in der Scheiße drinstehen. Und da wollen wir uns ersparen, darum packen wir es erstmal zusammen. Ja, und jetzt warten wir auf besseres Wetter. Und dann gehen wir nochmal los und machen da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Aber jetzt sind wir erstmal Schisser und hauen ab, weil Unwetter muss nicht sein. Ja, wir haben jetzt Anfang Juli. Wir haben hier letzte Woche abgebrochen, wegen mal wieder Unwetter. Das verfolgt uns irgendwie, aber heute scheint es nicht so zu sein. Ja, wir sind jetzt in der besten Beißzeit. Wir haben jetzt gut 10 Uhr gerade durch. Routen liegen schon. Wir haben jetzt mal 2 mit Wurm drin liegen, 2 mit Köderfisch und wollen wirklich mal weiter ausprobieren. Sag mal, was ist am effektivsten, ne? Was läuft am besten, was ist am vielseitigsten.
Mal setzt sich der Wurm noch ein bisschen vorne. Die besseren Bisse hat natürlich mit einem Köderfisch. Ein großer Fisch verloren letztes Mal. Ja, da wollen wir jetzt dran anbinden und mal sehen, was dabei rauskommt. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Hier haben wir gerade noch eine Wurmrute zu viel liegen. Ich habe gerade noch einen kleinen Fehler gehabt beim Erklären. Also da liegt meine ganz alte Cabo Ace Balzer. Die ist 30 Jahre alt. Die hat schon so viele Fische gefangen. Die haben wir soeben noch als Bonusrute liegen, weil hier neben der Köderfischrute liegt da noch eine Schwimmbootrute. Weil die sind die ganze Zeit Karpfen am Steigen. Wir haben schön das Balzer Schwimmboot mitgenommen. Jetzt lassen wir mal, solange es noch hell ist, Schwimmboot ein bisschen treiben. Vielleicht kommt da noch mal ein dicker Capo bei. Ich sag mal, wir sind ja gerne flexibler Wasser unterwegs. Hier liegt eine auf einer flachen Sandbank mit Pose. Und da liegt eine Pose mit etwas tieferem Loch. Da ist viel Unterwasserholz, da müssen wir ziemlich viel anschlagen. Ja, und hoffen mal, dass das gleich irgendwo mal losgeht mit der Beißerei. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder leise sein. Die Kameramann jag ich jetzt auch weg, weil wir wollen noch einen Schwimmbootkarpfen fangen. Und der klappt nicht, wenn hier ein Elefant die ganze Zeit rauf und runter läuft mit der Kamera. Also, bis gleich. Die ist auf Klinge. Geil. Ja? Wegen die ganze Tour wegen Biss. Ja? Biss. Biss. Leon, Biss. Oh, Entschuldigung. Ah, scheiße, da haben wir gerade einen versiebt. Ich hatte gerade ein bisschen Angeltourette, da musste Leon wahrscheinlich ein bisschen drüber herpiepen. Ah, so geht das schon mal beim Angeln. Der erste Biss ist immer für den Fisch. Jetzt aber fertig. Ja, gerade gesehen, die Kamera lief mit. Fehlbiss hatten wir schon mal. Hoffentlich bleibt es jetzt nicht dabei. Aber es ist auch die Topzeit, wird gerade duster. Ich denke mal, da war die Ankündigung für die Beißzeit geht los. Ich habe jetzt mal einen kleineren Wurm genommen, mal direkt am Kopf den Haken rauskommen lassen. Dass er mich nicht mehr so verarscht. So, ich kann jetzt wie ein Spaghetti reinpfeifen. Sekunde, jetzt muss die Angel wieder rein, sonst geht hier gar nichts. Ja, jetzt geht die alte Route mit meinem Sohn, alt gegen jung, nein, alt mit jung. Hat gerade auch Biss, mal gucken, ob er ihn jetzt rauskriegt. Aber der ist nicht so ungeduldig wie ich. Ich habe den Wurm auch ganz lang aufgezogen. Ich auch. Nee. Auch nicht. Ich glaube, wir werden hier verarscht, aber richtig verarscht. Ja, bei Jan hat es gerade den Köderfisch abgefressen, den Wurm abgefressen. Die Köderfischrute hat gerade auch schon gepiept. Und mal gucken, was der Abend noch bringt, weil es wird gerade ein bisschen stressig hier. Geht halt Schlag auf Schlag. Ja, und wie man sieht, der Wurm wurde auch schon gut klein gemacht. Ich war jetzt 9 drauf und dann geht die direkt wieder rein. Ein Tage. Ja, und da ist wieder der Schwimmer weg. Er löppt und 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 löppt. Und der ist lang aufgezogen, der Wurm ist klein und der muss doch jetzt hängen. Jo, er hängt. Oh, er hängt. Alter, das war... Der kämpft. Das kann klar. Jan, holst du mal im Kescher? Steck im. Ey, ist er da oben? Nein! Weg! Das war kein Aal, Alter. Der hat richtig Kamelle gemacht, ey. Lecko funny, ey. Ich hab Gefühl, da war ein dicker Schleier oder sowas. War richtig großer Fisch. Mann, was ist denn los heute, ey? Also, Leute, das wird, glaube ich, ein Video, wie ich euch erkläre, wie man Würmer aufzieht und keine Fische fängt. Also. Ich habe Leon vorhin gesagt, hat Würmer geholt. Hol immer nur 30. Wenn er zu weitergeht, können wir in 2 Stunden nach Hause fahren. Geht gerade irgendwie so Schlag auf Schlag hier. Ey. Und noch nicht ein Fisch war, das macht mich ja nervös. Aber das, was immer gerade auch da eine Angel war, das war nichts Kleines. Für den Karpfen zu langsam, aber gestern haben die Jungs hier Schleienleichen sehen. Vielleicht sind die heute durch und haben richtig Knast. Ich habe schon mal verdacht, das sind Schleien, aber keine Ahnung. Oh, da habe ich auch nichts gegen. Schöne fette Schleie. Nicht immer für zu haben. Ja, da ist wieder ein Biss. Oh, da hängt was dran, aber ist nicht groß. Ein schöner Aal. Kriegen wir jetzt mal gelandet, ohne zu verlieren? Epa. Super. Tada! Es ist hängen geblieben. Es hängt. Ne, jetzt ist immer. Nach 27 Bisse ohne. Jan, wo ist denn der Lappen? Ich glaube im Auto. Ich habe extra mal einen Lappen mitgenommen, damit ich keine Socken nehmen muss. Mein Lappen ist weg. Katastrophe. Ja, wir haben gerade Haken schon rausgeholt. Die erste Aufnahme mit dem Haken, weil ich zeigen wollte, klappte nicht. Kamera lief nicht. Ja. Aber da war es ganz, ganz knapp.
ein Zeichen dafür, dass sie echt zickig sind. Ne? Wir haben zwar viele Bisse, aber die Burschen, ne, mögen halt Würmer und heute halt, ja, sehr spitz. Und ich habe schon echt lange gewartet, wie ihr gesehen habt. Naja, weiter geht's. Die andere Pose ist noch da, leider. So, die müssen wir erstmal schnell in den Back packen. Okay, bis später. Ja, nach gefühlten 1000 Fehlbissen hat es endlich geklappt. Einer ist hängen geblieben. Hat mich auch wirklich gefreut. Ja, also Schneider sind wir schon mal nicht mehr. Und naja, Bisse haben wir genug. Entweder sind sehr viel kleine unterwegs oder irgendwelche andere Fische. Obwohl das alles so deutliche Aalbisse sind. Ne? So rumgehöppel, schütteln, leicht runtergehen, wieder hochkommen, laufen. Aber ich denke, das sind auch viele kleine Aale. Na, gucken wir mal, was da noch raus wird. Ja, Fisch dran. Nee, kein Zeit, das ist ein Stör. Das ist ein Stör, ja. Ich drehe durch. Alter, wer hat denn dieser scheiß fucking Gartenteich leer gemacht? Irgendwer hat seinen Gartenteich hier leer gemacht. Wie komm hier? Hol mal die Matte bitte. Hm? Die Matte. Abfangmatte. Ja. Junge, Junge. Gar nicht so klein, wa? Nee. Ich sag euch so, die Matte, ich sag, die ist jetzt nicht hier total gekrüsselt, also kann man nicht 100% von ausgehen, dass es genau ist. Aber fast ein Meter, das Stör, ne? Schöner Fisch. Und noch nicht gerade ohne schlechtes Futter. Ja, da ist er nur. Der Aalstör. War anders geplant, definitiv. Naja, liebe ich aber Mangel, die Überraschungen. Juti. Ja, gerade haben wir noch schön Stör gefangen. Das ist ab und zu bringen immer so ein bisschen so von diesen Beißfixer drauf zu schmieren. Riecht bestialisch. Und ich hätte nicht gedacht, dass es hier Störe gibt, aber das Zeug wirkt. Also Stör hat es auf jeden Fall gefallen. Mal gucken, ob die alles auch noch mögen. Schon eine sehr überraschende Nacht heute. Gucken, was noch kommt. Ödelmann, komm mal her. Komm her. Ja. Komm, sei lieb. Ich tu dir doch nichts. Komm her, du Flohbunker. Nächtlicher Besucher. Ein kleiner dicker Igel. Hat auch Spaß an unsere Tauwürmer. Oh, Kraulen tut gut, ne? Ist das schön? Schön, ne? Oh, lass den Busch mal wieder rennen. Parasitensammler. Ne, den wird er jetzt nicht fressen. Ganz sicher nicht. Wert. Aber der ist sehr gut im Futter. Wum, 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 wum. Jo, ich habe jetzt gerade einen verschlagen hier. Jan ist an der anderen Angel. Liegen Wasserleuchten. Ja, sind sehr zickig heute, die Burschen. Guck mal, da geht er hin. Ah. Schlag mal schnell an. Der ist schon so lange dran. Warte, der ist schon ziemlich lange dran, Jan. Ja, ich hätte wahrscheinlich kurz vor Holz schon geschwommen. Ja. Wenn er schon im Holz drin ist, ja? Ist er frei? Ist frei, ja. Ja, super. So, hier brauchen wir auch keinen Kescher. Auch gleich Holz mitgenommen? Da habe ich mir schon gedacht, ey. Einmal mit Schwung reinnehmen. Sauber. Hier, nimm schon den Lappen. Da kannst du mithalten. Ja, siehst du. Petri, hast du auch einen? Ja. Einmal ist mein Vater nicht direkt dabei, dann kann ich mal einen Fisch machen. Ja. Nee, da ist mein Problem. Mein hat er wieder nur abgefressen. Ja, heute halt mein erster Fisch, ne? Auch schön flach gebissen, im Gegensatz zu den anderen, die war ein bisschen tiefer. Ja, jetzt bockt ja, wenn dunkel wird, dann gehen die auch knapp, weil ich hole mir Zange, ich mach nicht mehr los. Ja, siehst du. Haben wir doch noch ein, zwei Aal dabei gekriegt. Ja, und das war heute schön, Kämpfer. Mein erster heute. Ja. Schön, schön. Siehst du. Aber jetzt wird es langsam Zeit. Es wird wieder verdammt spät und es wird verdammt frisch. Ja, jetzt sind wir fertig hier mit unseren Filmen, unseren ja, Versuch, einen Vergleich zu machen. Ist natürlich so ausgegangen, wie ich geahnt habe, gerade um die Jahreszeit. Jetzt hier in solchen kleinen Seen. Also der Tauwurm hat ganz weit vorne gelegen vom Köderfisch. Wir haben zwar schöne Bisse auch auf Köderfisch, sind auch dicke Fische zwischen hängen geblieben. Aber leider, einer ist in den Baum reingezogen, ich glaube, einer haben wir noch verschlagen. Unterm Strich, sagen wir, die Vielseitigkeit hat man auf jeden Fall mit einem Würmchen. Na? Und ja, wie gesagt, ihr wart jetzt live dabei.
Wir haben natürlich auch ein bisschen gekämpft um unsere Fische. Man ist natürlich auch mehrmals unterwegs. Und ja, würde ich sagen, ne? Ihr habt selbst gesehen, der Wurm liegt auf jeden Fall vorne. Hat natürlich auch Vorteile, ihr habt gesehen, Stör hat noch gebissen, kann eine Schleie, ein Karpfen oder sonst was kommen. Aber auf dem Köderfisch habt ihr auch die Möglichkeit, auf dem Hecht oder einen Zander. Ne? Also, naja, ich sag mal, Masse oder Klasse ist jetzt die Frage. Obwohl, drei Aale haben wir jetzt gehabt insgesamt, ne? Ja, drei Aale ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Also, ob ich jetzt einen schönen 60er, 70er Zander habe oder drei schöne Aale, ob ich eine Räuchertonne voll mache oder einen Backofen, ist, glaube ich, egal. Fisch ist Fisch, ne? Beide schmeckt gut. Ja, wie gesagt, ich habe hier wieder meine Diablo gefischt, Diablo X, die 75 Allround oder Allround 75. Taktics WR-Rolle, ne? Zuverlässig, mein liebstes Gerät. Mein Sohn hat dort meine uralt Routen ausgepackt und ja, hat auch viele Bisse gehabt. Und ihr werdet lachen, glaube ich, gerade im Augenblick gesehen, ist kein Scherz. Ist sogar noch ein Biss. Naja, vielleicht sehen wir noch vier Aale. Und wenn wir den Aal jetzt nicht kriegen sollten, habt auf jeden Fall hoffentlich einen schönen Film gesehen. Denkt dran, nochmal zu abonnieren. Ne? Klickt nochmal auf das Glöckchen, dass ihr Bescheid wisst, wenn wir wieder was gemacht haben. Ah. Ja. Ja, dann moderieren wir gerade den Rest. Ne? Mitten, glaube ich, noch ein Aal, oder? Hängt? Ja. Also ja, also kriegen wir vielleicht doch noch vier Aale. Jetzt zieht der bengelt mich hier nochmal eben auf der letzten Minute ab. Mit meiner dicken Angel. Hui. Brauchst du noch einen Kescher? Ich glaube aber nicht, dass er ein Aal ist, so wie der flüchtet. Hör mal unten. Doch, da ist ein Aal. Ja, dann mal zwei Schritte zurück und dann mal mit Schwung rüber. Das ist meine Lieblingsaalroute, die hat schon Tonnen gefangen. Weiter, 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 weiter. Ja, ja, mein Gott, einmal mit großer Angel angeln gehen. Und sieht auch noch gar nicht mehr so schlecht, der Aal, ne? Aber das war eine Abmoderation nach Maß, würde ich sagen. Ne? Ja, wie gesagt, Abo-Klick, ganz wichtig. Und Petri Jan, ne? Vielen Dank. Hat er nochmal eben ein Hinterhergelegter. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Film. Freut euch, ich glaube, der wird immer besser. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal alle noch eben schnell fertig und dann fahren wir auch nach Hause. Hier, schleim dich selber ein. Tschüss!